Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Es ist wieder Reaction Time und ich dachte mir so, Siki hat ein neues Video hochgeladen, zumindest vor, ich glaube, ungefähr 2 Wochen. Warum reagieren wir nicht mal darauf und schenken ihm ein bisschen Liebe? Denn, wie ihr wisst, Siki macht immer ziemlich geile Sachen, nicht nur geile Fotos, sondern auch geile Videos. Und das Video heißt Supermoto Summer Preparations. Also sehr vielversprechend. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich habe auf jeden Fall Bock und ich bin gespannt, was der gute Siki da so fabriziert hat. Soundcheck schon mal sehr geil, gefällt mir echt richtig gut. Also ohne Scheiß, das war schon ein heftiges Trio, oder? Hier, Trio Infernale, einmal eine 690 SMCR, dann die 450er EXC und dann hier, das sieht mir aus wie eine etwas ältere EXC, vielleicht eine 530. Ich meine, das ist sogar die mit der Verkleidung vorne, wo so ein paar Löcher drin sind. Ziemlich geil, noch Vergasermodell. Ich glaube, das war in der Eifel, Eibsee, wenn mich nicht alles täuscht. Oh yes. Gleich kommt der Drop. Boah. Hey Leute, ohne Scheiß, wenn ich das sehe, ich bekomme so Bock darauf, Kurven zu ballern. Wieder in der Eifel oder in Österreich. Ich liebe Österreich, muss ich mal wirklich an der Stelle sagen. Deswegen schöne Grüße an der Stelle an alle Österreicher, die gerade zuschauen. So geile Strecken. Aber da gibt es jetzt, glaube ich, Fahrverbot, oder? Sonntags und Feiertags. Ist das wirklich durch? Also die, die in Österreich leben und das wissen, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich finde es echt krass. One-handed. Woo! Boah, geil. Bin ich der Einzige, der den Soundtrack hier so fühlt, oder? Der Beat im Background. Puh. Ach krass! Sie fährt die EXC? Das gibt's ja gar nicht. Holy moly! Not bad, not bad. Feier ich. Muss man an der Stelle auch wieder sagen, das ist halt diese pure Freiheit, die man bei Supermoto hat und die ich auch so liebe. Ihr könnt damit einfach querbeet überall langfahren und wenn ihr Straßenbereifung habt, seid ihr trotzdem schnell auf der Straße und das ist einfach mega. Absolutes Freiheitsgefühl. 690 bleibt schon stehen, EXC ballert weiter. Da haut er den Zirkel raus. Und hier könnt ihr sehen, ich hatte recht, das ist nämlich, das müsste, oh, lass mich nicht lügen, Baujahr 2013 ungefähr sein, 2012, 2013. Und die hat eben hier an der Seite, also es ist eine alte EXC-Vergasermodell, diese richtig geilen Öffnungen, quasi Lüftungsschlitze, wenn man so will. Sieht absolut pornös aus, finde ich richtig nice. Und hier die 690 ist so ein bisschen auf KTM XC Look angelehnt. Es gab mal ein XC Modell, was genauso aussah, orange-blau. Oh, jetzt. Krass, ich dachte, es gibt Ärger. Ihr auch, oder? Hallo, bin ich jetzt auf YouTube?
Yeah. I don't wanna fall asleep. I don't wanna pass away. I'm thinking of my future, 'cause I'll never see them. Was war das denn? Random. Die Karre leuchtet halt wirklich in echt so heftig. Also wenn ihr die mal gesehen habt, gerade im Sonnenuntergang, ist ähnlich wie bei meiner, nur noch ein bisschen heftiger. Ist wirklich so absolut geiler Look. Also auch ziemlich geiles Design. Wirklich nochmal mein Kompliment. Schmeckt. Boah. Geil, schön hier Wheelie Bar an der alten Husqvarna. Ist das eine 125er gewesen? SM125? Ja, schön nebeneinander, mega. Ohne Scheiß, wenn ich so Standard-Silberfelgen sehe, dann denke ich mir immer direkt so, holy moly, ab zur Pulverbeschichtung damit. Weil damit kann man halt so viel machen, das Bike sieht dann so viel geiler aus. Also derjenige, der gerade da die gute KDM XC fährt, Pulverbeschichtung. Würde geil aussehen. Schön im Coaster, meine ich zumindest gesehen zu haben. Oh Leute, ich fühle das einfach, ist das geil. Okay. Ah, Düsseldorf, geil, erkenne ich direkt den Spot. Freunde, da habe ich so viel trainiert, einfach nur nice. Darf man jetzt wohl auch nicht mehr fahren, was ziemlich schade ist, aber damals war es einfach der Traumspot schlechthin. Schön im Drift, in den Kreisverkehr und wieder Wheelie raus. Ja Mann, geil! Boah. Habt ihr es gesehen am Ende? Das Lenkerschlagen? Vollkommen heftig. Sehr geil. Sehr, 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 sehr schönes Video. Lasst mal natürlich auf Ehre einen Daumen nach oben da. Ihr könnt das auch tun. Video ist unten verlinkt. Lasst ihm ein bisschen Liebe da. Und er hat natürlich auch hier diese wunderbaren Holo-Sticker am Start. Das heißt, wenn ihr Siki supporten wollt, da freut er sich sehr, sehr drüber. Dann geht einfach in seinen Shop und bestellt für ein paar Euro diese Sticker. Ich weiß, wie viel wert es einem ist, gerade am Anfang, wenn man da Vollzeit reingehen will. Und er hegt eben diesen Wunsch. Er möchte Vollzeit YouTube und Motorradfahren machen. Ja. Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Geiles Video. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wenn ich wieder mit ihm eine Runde fahren soll. Ich überlege halt aktuell, vielleicht das noch so als kleine Background-Story, ob ich meine FE350 verkaufe. Ich weiß, das habe ich schon thematisiert in einem Vlog. Aber es wird halt immer akuter, weil ja, das Motorrad hat einfach schon viel erlebt. Ja? Es hat einfach viel erlebt. Es hat schon viele Betriebsstunden runter. Und ich habe irgendwie Bock auf was Neues. Ich habe Bock auf ein bisschen mehr Hubraum. Deswegen da gucke ich mal, ob ich da ja, eventuell vielleicht dann schon mit einem neuen Design anrolle, wenn ich mit Siki demnächst fahre und dann sein Design, und das ist schwer, ich weiß, aber sein Design irgendwie versuche zu toppen. Wir werden sehen. Anyway, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Super, super wichtig für den Algorithmus. Und an der Stelle wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!